Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KTM und Thüringen. Wir fahren jetzt los und holen die nächste Ladung Holz. Aber der LKW so heute schafft. Ob wir heute oder jetzt auch noch wieder umfallen. Alle macht er sich ja nicht. Zum Glück. Oder ich werde vor Ort den anderen LKW nehmen. Den Mann. So wie das Ding heißt da oben. Der ein bisschen stabiler ist. Schauen wir mal. So leer fährt er sich ja gut. Aber das Holz ist ja auch nicht zu unterschätzen, ne? Das ist ja richtig schwer. So, was haben wir Temperaturen? Ah, plus 1, plus 2. Bodentemperatur ist plus 2. Ja. So. Wir müssen noch ein paar Bäume kaufen. Vielleicht noch einen Wald kaufen. Um 3 Folgen zu schaffen. Wenn die Karte nicht früher kommt. Aber erstmal holen wir noch eine Ladung Holz. Tja, und die Wiesen. Dort wächst ja im Winter nicht. Da ist der andere LKW, den nehmen wir gleich. Und wird dich da rangehen. Rechts ist Platz. Ja, links rüber drüber. Rechts, rechts. Schön ausmachen. Quatsch, einsteigen auch noch. Das ist typisch. Kann nicht in diesen. Naja, gut, das ist ja auch logisch, ne? Dann fällt er ja runter irgendwo. Dann fehlt er halt. So. Schauen wir, ob der ein bisschen besser ist. Ja, das muss mir noch einen anderen LKW besorgen als Mod. Oder wir mal sehen. Oder am besten nehmen. Erstmal mit dem Holzaufladen. So, mal F1 andrücken. So, wir haben rechts. Oh, ein paar Dinger liegen hier noch. So. Ne. Ja. Wir haben hier einen Gedankenfehler. Ja, wieder ausmachen. Sonst fahren sie wieder auch nach hinten. Kreuz und quer mit sein muss. So, und das all nix, das ist nicht perfekt. Wir müssen hier noch aufpassen wegen der Baumstämme, dass wir nicht auffahren irgendwo. Gut. Fahren wir fest. Aufladen hören wir auf. So, dann schauen wir mal auf den Unfall. Ich hoffe nicht. Oh, oh,
gefährlich. Kippelbös. Man müsste ja eigentlich versuchen, ein bisschen besser aufzuladen, ne? Das ist ja so, Anführungszeichen, ungünstig. So, das hier umfallen fast vorprogrammiert. Dass wir die Last mehr nach unten gelegt kriegen. Laden wir mal ab. Sind einer schon quer? Und noch einer quer. Ja, schon besser. Wenn dann die nächsten Leute, was oben ist, wegnehmen würde, aber. So, liegt ein bisschen besser. Hoffen wir mal. Entscheidend ist, dass er nicht umfällt. Da trauen wir nicht rauszufahren. Die Straße höher wieder wie die Wiese. Ich muss darauf. Felder würde ich auch nicht fahren. Schon gar nicht über die eigenen. Denn wer weiß, vielleicht nehmen wir noch Gras hier. Durchaus möglich. Und diese Aufnahmen mache ich jetzt, also jetzt war ich noch drei fertig. Heute ist noch Freitag, noch. Dann ist Samstag. Dann würden theoretisch wieder eine Woche vergehen, fast, fast. Und vielleicht kommt dann morgen schon die Karte, die neue. Hoffen wir mal. Vielleicht Sonntag. Wenn ihr bis Mittwoch kommt, dann ist gut. Dann können wir sagen, wir können sofort umsteigen. Kommt die Karte nicht Mittwoch, dann bleibt uns nur alles übrig, als weiter Holz zu machen. Weil, na gut, wir haben ja das Frühjahr, Winter. Das heißt, noch zwei Tage, rein theoretisch, rein rechnerisch, zwei Wochen bis zum Frühjahr, also ungefähr, also pauschal. Je nachdem. Gut, nachts werden wir nicht so viel machen können, weil es dunkel ist. Aber bis jetzt kommen wir ganz gut mit klar. Ich meine, wir haben ein bisschen, ich glaube auch weniger Holz drauf. Das würde ich mir gar nicht trauen, mit Kursblech fahren zu lassen. Ich meine, wenn du da einstellst hier mit 20 km/h, da kommt der bestimmt an. Aber gewisse Kurven hier, so wie hier. Da sind wir, glaubt mal, besser dran, wenn ich fahre. Oder bevor ich lange warte und kommt nicht zurück und ist irgendwo umgefallen. Naja, sind wir angekommen, ohne Umfallen. Klopp auf Holz. Ne, dann gut gemacht. Ja, angekommen. Ja, war ein bisschen weniger, aber nicht viel weniger.
Immerhin, fast 1 Million wieder. Bisschen Holz liegt ja noch. Aber noch nicht mehr. So, selbst wenn man theoretisch einfach ernten könnte, wenn das theoretisch möglich wäre, wäre das schon zu nass. Jetzt haben wir 10 Uhr, gut, bis. Woanders habe ich um 3 Uhr angefangen zu ernten. Weil wenn du auf 1 spielst, kommst du schon ein großes Stück voran. Nur im Winter ist es dunkel, ne? Ist recht früh dunkel. Ab 16 Uhr wird das düster, denke ich mal. Wir hätten doch einen Wald nehmen, so was dichter am Sägeweg ist. Das war so schön klein und schön preiswert. Aber das Geld haben wir drin. Einmal 50.000, einmal 80.000. Jetzt haben wir das Geld vom Wald schon wieder verdient. Das heißt, wenn wir jetzt einen größeren Wald kaufen würden, wäre das ganz gut, wenn wir jetzt theoretisch dann das Geld auch wieder einbringen würden. Aber mal schauen, wir schauen. Holz haben wir genug hier. Oh, das war da aktiviert. Leider haben wir nur ein Sägewerk, ne? Wo wir verkaufen können. Haben wir Luft geschaffen hier. Freie Luft. So ein Wald. Die Erdhöhen wollte ich eigentlich. So ein bisschen dichter rankommen. Ein paar brauchen wir noch. Das sollte nicht sein. Wenn er den abladen würde, der stört, aber ist gut.
Komm, Deibel. Mist. Einer fällt nicht mehr quer. Gut. Ja. Jetzt auch nichts, hat man nochmal runter. Im Grunde wäre es besser, man hätte einen Autolothänger, ein Deichsel und würde dann die Hälfte mitnehmen. Theoretisch. Und dafür aber entsprechend auf zwei Hänger verteilt. Na, das wird nichts. So. Fällt ja nicht runter. Wenn so einer so blöd fällt, dann ist die ganze Fuhre im Arsch. Kommen die drei noch. Ja, so schräge. Gut. Muss reichen. Den wieder stehen lassen, hätte auch gleich wegfahren können. Ja. Das schaffen wir nicht mehr, die Folge. Ja, das ist ja schon heikel hier, ne? Das Fahren hier. Zu schnell darfst du nicht fahren, zu langsam darfst du nicht fahren. Komm mal nicht vorwärts. Aber liebe Leute, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Sag mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.